Paranoia? Ja? Was funkelt denn da so schön? Ach, das sind unter anderem hier ein paar schöne Orden, weil ich mir mal ein bisschen Zeit genommen habe, um diese mal mit zu putzen. Aber ich möchte dir auch etwas Schönes zeigen. Oder eher gesagt, nicht nur dir, sondern auch der Community. Etwas, was ich noch nicht gesehen habe, Zwinker. Ja. Guck mal. Ist es nicht putzig? Ein Shiny Hornweißel, was einfach mal random mal auftauchte in der Vollrio-Hütte. Ich hasse ihn so sehr. Das Schlimme ist, es ist ein bisschen besser als das Shiny Bidizar, aber nicht wirklich so, dass man sagen könnte, ja, das Shiny, das werde ich verwenden. Du bist mal wieder beim Training, denkst aber nicht mal ansatzweise daran, dass gegebenenfalls ein Shiny auftauchen könnte. Somit nimmst du dann auch somit das Training ja nicht auf. Und dann auf einmal steht das da. Ja, aber auch nur, weil du Paranoia hast. Heißt, na gut, ich habe mein Training auch nicht mehr aufgenommen. Aber apropos Training, gute Überleitung. Manni hat endlich Erdbeben erlernt. Vorher hatten wir ja eine spezielle Bodenattacke. Dragonir hat ein bisschen was hingelegt. Der starke Drachenstoß, das ist schön. Felswerfer als Andenken für Rizeros. Das musste ich einfach jeden Pokémon erlernen. Also, das bedeutet, dein Dragonir ist ja mehr physisch offensiv. Ja, klar. Ich meine, das macht nicht so viel Unterschied, aber noch so einen starken Angriff, wo man Flug-Pokémon wegholzen kann. Und eventuell auch Feuer-Pokémon, die kann man ja auch sonst noch gut ausschalten. Und ansonsten hat es ja nur mit Ruxokieb und Schlagbefehl hier agiert. Schlafpulter hat es so noch mit drauf, weil warum eigentlich nicht? Und Magensäfte ist sehr mitgegeben, um zum Beispiel potenzielle Wohin genaus quasi daran zu hindern, dass du halt eben dann die Wegsperre ist es ja dort, aber kommt auf dasselbe hinaus, dass du das dann somit überbrücken tust. Ja, aber da ist auch nur eine Chance von 1 zu 6, dass du Satzenia im Kampf drin hast bei einem Psychotrainer oder generell. Also ja, also das ist natürlich dann auch so ein kleiner Negativaspekt, weil du weißt ja halt eben nicht, was halt eben mal mitkommen mag. Jo. So, ansonsten hat es jetzt hier keine weiteren Veränderungen mitgegeben und ich würde mal sagen, du bist ja schon direkt beim Rivalen. Beim Paranoia auf der Brücke. Ja, Moment, den möchte ich auch mal mit ansprechen. Da geht's auf in den Kampf. Hey, ich habe schon das passende Pokémon hier, um sein Lied zunichte zu machen. Ja, passt sogar wunderbar. Hey, yo. Ja, ich hatte doch recht gehabt. Der Typ, der will ja noch einmal gegen dich kämpfen, bevor wir überhaupt hier einen roten Pokémon mitfinden können. Oh, hallo Zwirklopf. Besser angeln können. Er kann es auch surfen. Ja. Also das wusste ich nicht mehr genau. Oh, der Backsprite gefällt mir zu gut. Schick. Von James? Ja, und der sieht so merkwürdig aus. Jo. Shield irgendwie so ein bisschen. Naja, so. Du musst mal davon ausgehen, James riskiert eine riesengroße Lippe und von daher passt ja nur noch wenig für das Auge. Mhm. Apropos Auge, das Zwirklopp, ich würde mal sagen, das starrt einen so ziemlich an. Ich weiß aber nicht warum. Wie so ein Premiere-Ball. In etwa. Oh, da muss ich sagen, ich habe ja in Vorbereitung oder während des Schneidens von den alten Folgen ein Zwirklopp-Bild von Pinball rausgesucht und es sieht so süß aus, irgendwie das Zwirklopp auf dem Bild. Okay. Das habe ich dir. Ah, nee, das habe ich nur getwittert, das habe ich nicht veröffentlicht, dir gegenüber. Oh. Ja. Da muss ich wirklich mal Pokémon Pinball wieder rauskramen, denn das wäre echt cool, wenn ich davon mal ein Let's Play machen könnte, weil ich es vor allem noch nicht durchgespielt habe. Also da war es ja so, für den erfahrenen Nicht-Spin-Off-Spieler wie dir, würde ich es gerne mal erklären. Du hast Pinball gespielt und musstest immer irgendwo reinschießen, damit du Pokémon fangen konntest und du hattest auch nur ein bestimmtes Zeitfenster dafür. Und es war ein bisschen spaßig, aber auch sehr mit Glück behaftet. Ja. Aber auch sehr spaßig. Ja. Und die Pokémon hatten halt nochmal einen neuen Sprite. Die hatten einmal so einen 2D-Sprite und einen 3D-Sprite. Und es war halt echt ziemlich genial, würde ich so sagen. Okay, gut zu wissen. Also ein kleiner Tipp für ein unbekannteres Pokémon-Spin-Off. Das ist nice. Jo. Ich habe mich auch vorbereitet, wie ich gesagt habe, mit Sprudelwasser. Und ich weiß, dass das
stärkste Pokémon in der Arena erst Level 40 sein wird. Das heißt, ich habe meine Pokémon nicht allzu sehr aufgelevelt. Aber ja, die Agostini ein bisschen mehr aufgelevelt, weil es sich noch nicht weiterentwickelt hat und ein Dragonier ist nicht wirklich stark. Außer ja. Es kämpft gegen Meganja. Ich habe da im Übrigen auch noch mal nachgeguckt. Ursprünglich war ja unsere Annahme, dass er quasi durch die Option Make Evolutions Easier Pokémon bei Level 40 halt eben dann ihre Endform mit haben. Ich habe da selber noch mal nachgeguckt und bin da eher zu dem Ergebnis gekommen, das bezieht sich nur auf die Pokémon, die sich sonst regulär nur per Tausch sich entwickeln. Das sagst du. Ich sage aber... Ja gut, also ich bin mir auch unsicher, weil ich das noch nie so gemacht habe und noch nie so weit war in einer Randomizer mit Level 40er Pokémon. Also zu dem, was ich zumindest rausgelesen habe, bedeutet es, nur die Pokémon, die sich per Tausch sich weiterentwickeln, egal ob jetzt mit oder halt eben, also jetzt mit einem spezifischen Item oder halt eben jetzt nur per regulären Tausch, nur die werden sich halt eben dann auf Level 40 sich dann zu dessen Endstufe dann entwickeln. Alle anderen werden dann davon nicht mit berücksichtigt, was dann wohl im Endeffekt mit bedeutet, dass du dann wohl erst auf Level 56 dann erst einen Dragoran mit haben wirst. Wenn ich mich jetzt nicht irre, und ich habe dann, glaube ich, dann auf Level 55 dann ein Despotar mit am Start. Ja. Dagegen spricht aber die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte ja schon in Vorbereitung auf das Rihornio nachgeschaut. Pokémon mit Make Evolutions Easier. Und da habe ich bei einer alten Randomizer gesehen, da gab es so eine Textdatei und dort stand drin, dass sich Lavita, Pupita, Dragonier, Draschel und so auf Level 40 weiterentwickeln, aber ja. Jetzt können wir es nicht ändern und wir wissen aber auch nicht, wann sich es weiterentwickelt. Das heißt, es wird spaßig werden oder auch nicht spaßig. Ja, was für einen Typ hatten denn hier deine Kollege denn? Wie, was Typ? Also was für ein Typ repräsentiert er hier? Der hat einen Scarecrow? Ist da hier Bodenflug oder was macht er hier? Ach so. Ach, abseits vom Starter-Pokémon oder so, was sie für ein Typ. Ja. Ja, er ist ein Flugtrainer. Ach, ein reiner Flugtrainer. Na, das ist ja nice. Ich muss jetzt überlegen. Hat er einen Ibitak und einen Panzer-Aeron und einen Skorkrow, aber ja, das ist... Ah, okay, verstehe. Nicht wirklich schwer. Siehst jetzt, du, das ist aber auch mal was richtig Geniales, weil dadurch sieht man auch mal wirklich solch eine Variabilität, die man sonst bis dato noch nie gesehen hat. Oder in der Pokémon... Oh, Scheiße. Oder in der Top 4. Und es war noch nicht mal ein Volltreffer, was? Wow. Ich wollte nicht schon schlecht. Sagen, sorg jetzt bitte nicht dafür, dass du jetzt hier deinen Kröterkätze mit wegschmeißt. Ja, weggeschmissen hätte es nicht. Es wäre dann ein unpassender Zufall gewesen. So. Der vorletzte Rivalenkampf, der war ja auch mit einem Planers-Tod von mir behaftet, das heißt... Er setzt wieder einmal Abgesang ein, also vor drei Runden, sein letztes Pokémon. So easy ein going. Altes Meme. Easy. Was machen wir denn? Klöckner. Jawohl. Musst aber aufpassen, so ein X-Batz kann auch Verfolgung einsetzen. Ich wollte dich schon fragen, kam schon mal Verfolgung so weit, dass ein Pokémon dadurch gestorben ist? Yep. Bei dir? Ja, yep, das war in Blaze Black 2. Da warst du so auf Level 14, 15, so in der Dreh rum. Also warst du gerade mal mit den ersten Arena-Leiter fertig. Und da tauchte natürlich dann dementsprechend ein Habitak auf. Ich glaube, das war ein Trainer-Pokémon. Und du hattest natürlich bis dato überwiegend nur Pflanzen- oder Käfer-Pokémon mitgehabt. Käfer-Pokémon, ja. Ja. Und dementsprechend hattest du natürlich für Flugattacken dann ja etwas den leichten nachteiligen Aspekt mitgehabt, hast dann quasi rausgewechselt und das wurde aber da predicted, somit kam halt eben da die Verfolgung und dein Pokémon war dann somit weg. Achso, also ja, daran hätte ich auch denken sollen, aber ich habe eher an stärkere Pokémon irgendwie gedacht, obwohl die Attacke Verfolgung ja nicht so stark ist eigentlich. Nicht so stark, in der Tat, aber du musst mit berücksichtigen, wenn es möglich ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass das auch definitiv mit eingesetzt wird.
Warum hast du so viele Pokémon in deiner Box? Ich habe nicht so viele. Obwohl du nur zwei Shiny mehr hast. Ja, also frag mich nicht. Wir haben eigentlich genau die gleiche Anzahl. Also die gleiche Anzahl an Pokémon mit gefangen, bis auf die zwei Shinies. Ja. Frag mich aber nicht. Ja gut, doch. Das. Nee. Ach, ich will es jetzt auch nicht wissen. Ganz ehrlich, ich wüsste das jetzt nicht, wenn es da jetzt irgendetwas anders wäre. Dann müssten wir da halt eben das da mal nachgucken. Ihr müsst wissen, Paranoia führt Buch über die Pokémon, die wir gefangen haben. Die wir gepaart haben. Deshalb genau. Hat er den Hut auf. So, mein Encounter. Oh, ey. Hab ich schon. Okay, ich mach's wie immer. Sag mir nicht, was es ist. Okay, ich halte mich dieses Mal raus. Aber nur dieses Mal. Knilz. Nee, Steuer Junior. Oh, schick. Ich habe mich dieses Mal rausgehalten. Eigentlich, oh cool, Hebelhieb. Eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, willst du wirklich dieses Pokémon mitnehmen, weil vierfach Schwäche gegenüber Boden, vierfach Schwäche gegenüber Kampf. Was heißt nehmen? Ich muss es nehmen. Ja, guck mal, ich muss auch das Kabuto nehmen. Aber hey, im Gegensatz. Hey, beleidige jetzt nicht die Steuer-Junior-Reihe. Nein, das meine ich jetzt nicht, sondern jetzt auf das Kabuto. Mhm. Im Gegensatz zum Sumpf, also zum Moorgebiet, fliegt das wenigstens nicht. Großmoor. Stimmt, du hast damit noch eine Rechnung offen. Ja. Ich habe schon überlegt, Kabuto, das kommt mir doch sau bekannt vor, weil ich habe ja damals so einen komischen Mund, Real-Life-Mund eingefügt, weil es ja hier keinen Mund hat und daran kann ich mich noch sau gut erinnern. Ich finde es auch lustig, dass du bei den Kabuto gerade mal 4 Level an Training sparst, bevor es sich dann in 16 Level weiterentwickeln wird. Also, ja, GG. Aber es kann... Also, die jeweiligen Attacken erst ab der 5. Spielegeneration kannst du wirklich sagen, wo quasi die jeweiligen Pokémon dann beliebig oft eine TM mit lernen können. Sind die mal wirklich zu gebrauchen? Das betrifft natürlich dann auch in diesem Fall dann Kabuto. Weil generell die Attacken, die Kabuto dann bis dato erlernen kann, Kratzer, Silberblick, Lehm, Schuss und ich glaube noch Nassmacher. Und erst bei Kabutops hast du vielleicht mal ein paar richtige bessere Werte, aber so richtig besser sind die da ehrlich gesagt auch nicht. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe ja damit schon gesprochen. Die Fossil-Pokémon sind mir zu schwach. Ja. Noch ein kleiner Fun-Fact. Ich habe damals meinen Stolloss nach Amtrak benannt. Das ist so ein Fahrzeug aus Battlefield 4. Okay. Ziemlich underrated, weil es ziemlich schwach ist. Es ist eher so ein Truppentransporter. Aber dadurch, dass Stahl ist und schwer und groß, ist das ganz passend, meiner Meinung nach. Keine einzige Step-Attacke. Das ist keine Step-Attacke, das ist eine Pflanze. Ich meine, sein ganzes Moveset. Ach so, ja. Aber guck das mal an. Er erlernt eine Attacke, und in dem Fall ist es eine Dame. Sie erlernt eine Attacke, gegen das es eigentlich in vierfacher Form extremst empfindlich ist. Ego-Trip! So, in der Hinsicht. Ja, Lehmschuss, Sandwirbel, Silberblick, Absorber. Geil. Ich würde mal sagen, ich habe bestimmt riesengroße Freude daran, dieses Pokémon irgendwann mal zu trainieren. Ja. Nicht. Finde ich so richtig kacke, dass die... Das ist irgendwie Kabuto und Anorizen irgendwie zu gleich. Das ist zu unheimlich. So, du hast also eine reine Feuerarena bei dir. Stimmt. Na gut, damit kann man ja eigentlich auch Stahl extrem gut mit verarbeiten, mit Feuer. Weil du hier schon Feuer und Stahl und so erwähnt hast, habe ich an Obsidian gedacht. Früher oder später musst du Minecraft spielen, Paranoia. Mit Minecraft kann ich mich aber nicht authentifizieren. Ja, das wirst du schon. Ich werde dich schon überzeugen. Jedenfalls. Nein! Er zwingt mich doch dazu. Leute, Hilfe, er zwingt mich dazu. Spiel jetzt Minecraft oder ich knall deine Frau ab. Ja, ich habe mir mal in so einen Edelsteinladen verschiedene Edelsteine gekauft. Wer hätte es gedacht? Und
Ich habe auch, glaube ich, nach Obsidian gefragt. Also das ist so ein Vulkangestein. So ähnlich wie Glas. Nur ja, halt so lila, dunkel, schwarz. Aber das war entweder in einer komischen Form, zu klein oder zu teuer. Oh. Dementsprechend muss ich mich mal heute mal im Internet schlau machen. Rein Psycho. Wie man denn daran kommt. Hey, viel Spaß. Hey, da ist wieder Pantimimi. Kennst du es noch? Pantimimi! Ja. Deswegen instant mal. Schade, jetzt bräuchte ich wieder Biss. Schade, zum Glück kennt mein Turtok das noch. So, das war eine Feuerarena. Und Feuerarena kann ich mit... Mach mal D'Agostini. Ich hoffe mal auf mein Bestes. Also solange jetzt hier keine Eis- oder Drachen-Moves kommen in einer Feuerarena, bist du eigentlich sehr gut aufgestellt. Ja, es gibt immer wieder so einen ekligen Typ. Ich kann mir zwar jetzt nichts ausmalen, aber Glumanda ist auf jeden Fall nicht dabei. So, Retentus wollte gerade Hydropumpe erlernen. Oh. Ich sage mal konsequent, nein. Ja, weil du den Attacken-Fairlerner nicht in der Umgebung hast. Na, vor allen Dingen, warum bitte Hydropumpe? Also warum, wenn das nicht physisch wäre, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden. Aber Garados kann man doch normal Mix spielen, oder? Wegen den Werten? Eigentlich nicht. Ach so. Also Garados hat einen extrem hohen Bizeps und auch einen sehr hohen Spezialverteidigungswert. Garados ist der Bizeps. Ja, eben. Also ich kann es ja mal kurz mal zeigen. Wenn wir uns mal Garados im Allgemeinen mal mit angucken, guck dir mal dir nur die unterschiedlichen Werte an. Das ist genauso wie bei Mammutel von den Verteilungswerten. So ungefähr. So, mal gucken. Gegen Psycho. Na gut, James kann zwar mit Käferattacken jetzt mit agieren, aber durch den Zweitstyp Gift, ich bin da ein bisschen zwiespaltig. Das Dilemma habe ich sogar schon in der letzten Folge angesprochen, als du James Schlagbefehl erlernt hast, habe ich nämlich genau das angesprochen, dass es wenig zur Coverage beiträgt. Ja, in der Tat. Das ist ziemlich unheimlich. Wenn ich das Flamara aussehe, könnte ich nochmal die Thematik aufgreifen, geschenkte Pokémon. Werden wir da nochmal ein Team zusammenstellen, ein paar, ja oder nein? Mhm. Der Paranoia hat ja schon Porygon Z, der Arsch. Und zu den Evoli-Formen könnte ich mich am meisten durchringen, weil ein langweiliges, overusedes Lucario möchte ich mir nicht zulegen und Porygon, nee. Das heißt, ich bin noch nicht ganz überzeugt von so einem Team. Hast du dein geschenktes Evoli schon weiterentwickeln können? Nee, weil ich noch gar keinen Plan habe, was es wird. Okay, also ich habe schon mal ein Psyana mit am Start. Mhm. Ich glaube, Psyana mit einem sehr hohen Wert. kann ich mir vorstellen. Und auch gleich hier mit Enjoy Specs. Also da weißt du Bescheid. Und ich weiß auch Bescheid, dass ich mir, glaube ich, ein Psyana holen würde, weil Psyana kann mehr TMs erlernen, also so gute TMs wie irgendwelche Kaufhaus-Attacken, nenne ich es mal, oder Spielhalle-Attacken. Ich habe auch in der Spielhalle auch gesehen bei mir, dass Psychokinese Kreuzschere ist, aber dadurch, dass Psyana ja speziell ist, bringt es nichts. Ja. Deshalb würde ich mir wahrscheinlich ein Psyana machen. Kennst du denn aus Feuerrot und Blattgrün das Shiny Psyana in diesem Duellturm, den es da gab auf den Sevi Islands? Also ich weiß, dass es dort den Duellturm gab, aber mir ist da jetzt nichts von einem Shiny dort bekannt. Aber generell, das Shiny Psyana, ich muss sagen, es sieht einfach nur kacke aus. Ich mag einfach dieses Neongrün nicht. Ja, also obwohl, es ist ein bisschen zu platt. Ist das wirklich Neongrün? Das ist so ein ekelhaftes Grün, das gefällt mir gar nicht. Ja, nicht umsonst wurde der Begriff Giftgrün erfunden für so ein Pokémon. Ja. Das war mein erstes Shiny, glaube ich, was ich gesehen habe, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich weiß nicht, ob ich dieses Shiny Onix vorher gesehen habe oder das, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich markantes Pokémon. Oh, der Meister. Natürlich, erstmal kommt ein Grill zur Begrüßung rein, oder was? Ich wollte schon sagen, ist Simsala so stark, aber... Puh. Natürlich, erstmal straight ein Crit, oder was? Oh ja. Naja. Ach ja, du hast Taucher eingesetzt, das ist ja ziemlich gut, weil... Ja, eine physische Wall ist Simsala überhaupt nicht. Ja, schön. Ich weiß natürlich nicht, ob da ein Flügelschlag ausgereicht hätte, ich bezweifle das mal. Ich auch. Natürlich, erstmal straight eine Psychokinese-Crit. Läuft bei dir, oder was? Das war ziemlich hart. Also, ganz ehrlich, ich weiß natürlich jetzt nicht, mit welchen Pokémon ich denn jetzt hier dann auch in den Arena-Kampf mitgehen kann. Weil dann quasi die Auswahl vielleicht auch ein bisschen dünn gesät ist. Retentus habe ich natürlich. Der hält aber auch wegen der hohen Spezialverteidigung dann noch viel aus. Bei James weiß ich das mal nicht so ganz. Und bei Monster, naja, nee, müssen wir mal sehen. Das ist physisch offensiv gut. Bringt nichts. Naja, wenn ich mir das mal so angucke. Moment, Bericht. Oh, geht das jetzt nicht durch. Doch, ich gehe das jetzt mal mit durch. Try hard. 69, also Judith kann man noch mitnehmen. Mövenpicky hält auch viel aus. Dumbo, na, eigentlich nicht so. Und bei James brauchen wir ja eigentlich nicht großartig anzufangen. Alter, dieses scheiß Magbrand. Warte mal, welches Pokémon hat mich verwirrt? Das Magbrand, was kam davor? Keine Ahnung, ich habe nicht hingeguckt. Ich weiß es nicht, aber ich war verwirrt, wurde verbrannt und jetzt bin ich noch im Feuerwirbel.